Wieder das Unhandlichste, ne? Das dauert ja wieder 3 Jahre, bis ich da drüben bin mit. Ja, also ich habe hier wieder so tolle Spinnereien. Denn Ole wollte ja schon immer 2 bis 3 Wohnmobilstellplätze hier hinquartieren, was ich immer nicht so befürwortet habe, weil ich ganz gerne meine Privatsphäre mag, aber ja, müssen halt gucken, wie jetzt das Geld reinkommt, ne? Und dann habe ich gedacht, na dann können wir doch auch einen kleinen Verkaufsstand machen. Und dann bauen wir den Quatsch mal auf. Willst du mich veräppeln? Was denn? Das ist überhaupt nicht schwerer. Ich finde es schwerer. Ey, wollte echt die Frau hier schwer unheimlich betragen. Also. Was denn? Nee. Also, warum hast du meine Sackkarre jetzt mit rübergenommen? Also, 2 Pakete, keine Sack. Hätte ich auch alleine rübergetragen. Bin ja schon gespannt drauf, ob das angenommen wird. Also, ob erstmal welche kommen und sich hier hinstellen wollen. Und dann, ob sie auch wirklich was kaufen. Ja, so hier ungefähr sollen die so hinkommen. Aber die müssen erstmal weg, damit man so erstmal sieht, wie viel Platz ist das und was müssen wir da noch machen. Vielleicht werden es auch erstmal nur 2 Stellplätze. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Ja. Oh, das Paket ist offen. Müssen hin. Das wird hier ein Verkaufsschrank. Und da tue ich halt dann, wenn sich Wohnmobilfahrer, Camper, ich weiß nicht, wie man es nennt. Fahrerin, es gibt auch Fahrerin. Ja. Anmelden, dann würde ich den ganz gern befüllen, so mit Nudeln, Eiern. Ist zwar nicht von uns, aber ist aus der Regional. Man unterstützt die Landwirte und die Erzeuger hier aus der Region. Ich finde das eine schöne Sache. Ja, der Trend geht ja sowieso dahin, ne? Also mehr zum Camping. Gerade in der Corona-Zeit war es ja sehr hoch. Und gerade solche Plätze im Grün, wo man ungestört ist und einfach autark sein kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mein Mann mir so schnell ein Go gibt. Das sind die kleinen Dinge, die eine Beziehung am Leben erhalten. Ah, Sven Ole. Muss man auch mal. Ja, zack. Ja. Also es gibt ja 2 Varianten. Man kann einmal den Stellplatz kostenlos zur Verfügung stellen. Dafür verpflichten sich dann die Übernachtungsgäste halt was aus dem Verkaufsschrank zu kaufen. Und es gibt halt noch die Möglichkeit, pro Übernachtung was zu fordern. Das ist alles auf Englisch. Aber gut, kein Problem für uns. Step 1. Repeat Step 1. Schatz, die gibt es doch auf Deutsch. Nee, gibt es nicht. Ist alles Englisch. Also ich war damals 3 Wochen in Kanada. Ich bin überall durchgekommen. Wann war denn das, wenn Ole? Da war es noch 2000. Ja. Ja. 14. Da war es noch frisch aus der Schule. Ja. Ja. Da kann man Englisch noch. Nee, das war sogar meine Ausbildung 2013. So, siehste, da hast du sogar noch Englisch. Ich hatte Englisch-Leistungskurs sogar. Für Smalltalk im Ausland reicht, aber. Also wenn ich dumm bin, dann kann ich ja sowieso alle Sprachen sprechen. Ganz auch Suahelisch. Ich hätte es andersrum gemacht. Ja, das glaube ich dir. Auch deine Verantwortung. Wieso meine? Das ist doch da abgebildet. Das ist doch nicht meine Verantwortung. Na sicher. Warum? Ich hätte es andersrum gemacht. Naja, im Endeffekt ist es ja so von den Einnahmequellen her, wir müssen uns ja neu positionieren. Und im Moment ist das so ein bisschen wie auf dem Rangierbahnhof, ne? Also ganz viele Gleise. Und da stellst du überall ein bisschen was hin und dann guckst du halt, welcher Zug am schnellsten auf ein festes Gleis fährt, ne? Und darauf setzt du denn dein Pferd, oder nicht? Ganz ehrlich, beim Trinken sagt man auch schon, auf einem Bein kann man nicht stehen, ne? Also, es geht einfach heutzutage nicht. Selbst die großen Firmen, wie viele Firmen haben die noch unter sich oder verbreiten sich? Das ist ganz normal. Ja. Kann hier eine Spinneridee sein, kann aber auch, ich sag jetzt mal, ein gutes Nebeneinkommen sein. Sven, du hast keine Zeit, sowas zu bauen, also beschwer dich jetzt nicht. Erstmal die Wand 5 da oder 4, die. Nee, 8 steht da.
ja, du brauchst aber die und da kommt 8 dran. Ja, aber das Gute ist einfach, dass wir jetzt durch die Situation stehen uns eben viele Türen offen. Wir können uns ein bisschen ausprobieren gerade so. Und wenn gucken halt überall mal rein, ne? Ja. Ja, du fährst natürlich noch LKW zwischendurch. Das ist weil wir müssen ja trotzdem hier Kosten Haupteinnahmequelle im und ja, anderen? Ich habe eher Angst, dass das Teil hier wegweht. Also ein bisschen anders, ne? Darf ich kurz anmerken, dass ich recht hatte? Womit? Dass das andersrum muss. Aber jetzt guck dir bitte die Seite an. Es steht da drauf, dass das da. Nee, wieso das denn? Was meinst du denn jetzt? Das hier. Ja, aber dreh doch mal um. Du hast aber gesehen, dass das nach innen kommt und nicht nach außen. Mach mal los da bitte. Du wolltest es ja nach außen haben. Wenn er recht hat, können wir den anderen auch recht geben, ja. Doch, aber das machen wir immer, schon mal. Es muss immer gegen andiskutiert werden, weil wir beide Dickköpfe sind. Flott, oder? Läuft. Eineinhalb Stunden sind wir schon dabei. Ja, aber läuft doch ganz gut. Wenn man bedenkt, dass wir noch ein bisschen quatschen, ein bisschen diskutieren. Und wir das Englische übersetzen müssen. Bin noch gut in der Zeit. Läuft. Ja, wir räumen jetzt hier noch die Gatterwagen weg. Und der bleibt hier erstmal so stehen. Mach doch mal ab und heb doch mal. Das ist ein alter Gatterwagen. Man muss sich das vorstellen, hier war der Trecker, hier war die Strohpresse. Und die Strohpresse hat damals diese kleinen Vierkantballen gemacht und hat die dann da auf den Anhänger raufgeschleudert. Das war eigentlich die einzigste Funktion von diesen Anhängern. Ja, was macht man denn damit noch? Der ganze Boden ist ja weg. Das kannst du so nach dem Schrott hinfahren. Aber das Gestell ist doch noch gut. Also wir haben natürlich Sorgen, wenn wir jetzt hier fremde Menschen auf dem Hof haben. Also ich dachte schon, dass ich sie einfach dann auch begrüße und dann aber auch gleich nochmal netterweise mündlich klarstelle. Ich sehe Jenny schon immer aus der Küche rausschweben mit so einem Tablettsekt. Ja, wer weiß, vielleicht triffst du auch welche, vielleicht passt auch gerade, dann kann man einfach mal ein bisschen klönen so. Das hier, ne? Falls jemand noch Gatterwagen sucht, ich habe da noch welche. Kostengünstig abzugeben. Ich will hier keine Werbung machen, aber ich meine... Ja? Die Reifen sind top. Für alle drei 500. So, ihr Lieben, jetzt haben wir unseren Platz für die Wohnmobile freigemacht. Wie ihr seht, ist noch ein bisschen was zu tun. Das machen wir jetzt noch schicki-lucki. Und dann hoffen wir, dass, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dass schon die ersten Gäste hier bei uns auf dem Hof sind. Genau, also wie ihr mitbekommt, sind wir noch ein bisschen am Wuseln hier auf dem Hof, wo die Richtung hingeht. Wir setzen auf mehrere Standbeine gerade. Ohne zu wissen letztendlich, was es dann fest hier auf dem Hof wird. Mich würde mal interessieren, wie es bei euch so ist, wie ihr das so handhabt, wenn ihr neue Ideen habt, euch neu positionieren müsst, ja, oder irgendwas neu ausstellen müsst. Schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren und folgt uns weiterhin, um zu schauen, wo bei uns die Reise hingeht.